Ich grüße euch und heiße euch mal wieder herzlich willkommen zu Warhammer Mark of Chaos, zu meiner Chaos Clan Squire Kampagne. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr einschaltet. Das macht mir auch alles sehr viel Spaß mit YouTube und mit Twitch und so weiter. Ich spiele gar nichts mehr offline. Obwohl doch, Teamfront 2 spiele ich in letzter Zeit ein bisschen offline. Aber nur mal 1 Stunde oder 2 Stunden und dann war es das auch wieder. Ja, da muss man immer erwischen. Ja, da muss man immer einen guten Server erwischen, wo keine Cheater-Bots sind. Das Spiel ist nämlich sehr zerstört worden. Gut, aber das ist ein anderes Thema. Wir gehen weiter zum imperialen Boden. Nee, imperialer Boden. Dachte schon, imperialer Boden. Nee. Blinzeln und leicht nervös tritt Kesquid ins Tageslicht hinaus. Er befindet sich nun auf dem Gebiet des Imperiums. Hey, das haben wir davor auch schon. Na, ich weiß ja nicht so ganz, wie die Grenzen zu Magnus zum Fromm waren, aber eigentlich ist bis hierher Ostland. Lol. Die Bucht des Lynx wird von Elfenschiffen bewacht, die von Leuchttürmen geleitet werden. Wenn diese zerstört, könnte Torga eine Überquerung gelingen. Das heißt, wir müssen die Leuchttürme ausschalten. Wir nehmen natürlich wieder den Kriegsherrn mit. Wir nehmen unseren grauen Prophet mit. Wir nehmen eine Warblitzkanone mit. Wir nehmen den Rattenogammer mit. Clanratten, jo, warum nicht? Giffin-Krieger, Sturmratten und Jesails. Let's go. Elfen sind so flink wie Skaven, aber viel geschickter im Kampf. Doch sie sind nur wenige und verkraften keine hohen Verluste. Ja, das stimmt, Elfen sind in solchen Dingen wirklich sehr empfindlich. Aber anfangs haben sie immer eine hohe Moral. Gut. Mein Clan wird der stärkste von allen sein. Jo. Dann kommt so Törichte eine Diener brauchen meine Fähigkeiten. Du kommst in die Folgt mir, Clanratten. wertlose Diener. Du kommst Ihr zum seid Giffenkrieger. gesegnet mit meiner Magie. Es gibt einen gerisseneren Plan. Echt? Zerstört die drei Leuchttürme der Elfen, tötet alle Hochelfen. Kesquid muss die Nacht überleben. Meine Macht ist unaufhaltsam. Meine Wege sind unergründlich. Rivalen wurden gesehen, sehen. Ich denke mal, da wo die Fackeln sind, sind auch die Türme. Dort werden Sie mich nicht suchen. Speerträger, Bogenschützen war klar. Der Rattenoger. Chaosrattenmenschen? Hier? Wo kommen Sie her? Achtung! Angriff! Brauchen mehr Warpstein! Heißen wir sie willkommen. Keine Rüstung hält uns auf. Viele Freude werden eure Tode bereiten, törichte Feinde. Eure Feinde sollen sterben, sterben, großer Anführer. Der Tod, Tod hat euch gefunden. Unsere Tode werden sinnlos sein. Unsere Kugeln sind tödlich. Schuss auf die Bogenschützen. Der Clan bringt Geschenke. Okay, das ist schon der erste Leuchtturm. Maximalladung erreicht. Feuer frei. Das Tiefenreich wird die Oberfläche beherrschen. Ich werde siegen, siegen. Schwertmeister. Erlebt wahre Macht meiner Magie. Clan Squire muss Lichtstürme zerstören.
Der Sieg wird sein, mein, mein. Welchen Feind sollen wir vernichten? Immer mit der Ruhe, Rattenurga. Dein Einsatz kommt schon noch. Hier ist viel Wurfstein zu holen, holen. Ich kümmere mich selbst. Mein Plan ist überaus genial. Ist er jetzt gestorben oder hat er sich wegteleportiert? Null. Meine Diener opfern ihr Leben für meine Größe. Rivalen wurden gesehen. Ich diene der gehörnten Ratte. Bringt mir mehr Warpstein. Schiffe bringen Elfdinger. Lichttürme helfen Schiffen landen. Zerstört sie. Große Erfindung der Warlock-Techniker ist bereit. Unsere Bestien sind die Wildesten. Fresst euch an ihrem Fleisch satt. Mein Clan wird der stärkste von allen sein. Feindlicher Häuptling ist tot. Sehr schlau. Ich werde neuen Bau erobern. Nee, sollst ihn kaputt machen, den Leuchtturm. Gut, ein Turm zerstört. Findet anderen. Auch zerstören. Die Ungeziefer flügt an ihren Knochen. Diener haben gewonnen. Sehr gut. Warpblitz wird aufgeladen, großer Meister. Position ist nicht beste. Rivalen wurden gesehen, sehen. Rivalen wurden gesehen, sehen. Große Erfindung der Warlock-Techniker ist bereit. Meine Bestien. Ein Schuss, Feuer ein auf die. Giftenkrieger, Feuer auf die. Schicken mich. Ich glaube, es ist eine ziemlich simple Mission. Dreckiges Ungeziefer. Wir werden diese Lande von euch befreien. Aha. Wer bist du denn, Alter? Oh, mal klar. Geladen und bereit, Meister. Gewonnen. Unsere Bestien sind in ein Gelage. Ich werde sie. Überaus guter Plan nötig. Transcryer ist überall. Euch bereit, Sklaven! Turm. Welchen Feind sollen wir vernichten? Ich schlage zu, wo ihr wollt, überschlauer Anführer. Erlebt meine Warpmütze! Na nun komm, jetzt gehen wir drauf. Meine Diener opfern ihr Leben für meine Größe. Ein Schuss. Ein Toter. Na, da kommt noch ein Schiff. Brauchen mehr Warpstein. Ziel wird ausradiert. Meine Leute ist bereit. Treibt sie an. Clan Scryer bietet seine Dienste an. Törichte Feinde werden mich nicht erwarten. Feuern auf Befehl! Der Tod hat euch gefunden! Euer Plan ist brillant, großer Kriegsherr! Wurfsteinregen. Machen wir mal. Sieht aber komisch aus. Mein Clan wird der stärkste von allen sein! Die Warlock-Techniker bieten ihre Macht an. 200 Gold. Und dann ist dann der letzte Turm. Wir warten auf eure Befehle. Ich werde siegen. Was wünscht ihr, überaus großzügiger Dienstherr? Turm zerstört. Findet anderen. Auch zerstören. Yes. Energieniveau kritisch. Oh, glanzvollster Kommandant. Ich folge dem Warpstein. Ja, als Gegner mag ich Skaven nie, aber
Selber spielen finde ich mal sehr amüsant. Egal in welchem Warhammer-Spiel. Speerträger, Schwertmeister von Ruhes, Bogenschützen. Macht euch bereit, Sklaven! Dann wollen wir die Bogenschützen mal unter Feuer nehmen. Maximalladung erreicht! Also eigentlich ist er schon in Reichweite. Ich weiß nicht, warum der jetzt immer noch weiter schiebt. Ein Schuss, Schuss! Ein Toter, Toter! Endlich. Ich diene der gehörnten Ratte. Wir warten auf eure Befehle. Mein totaler Triumph steht schon fest. Ja. Ich diene der gehörnten Ratte. Lauft, lauft! Brauche neue Position. Zurück. Vernichten eure Feinde, großer Meister. Der Tod hat euch gefunden. Clan Scryer bietet seine Dienste an. Rivalen wurden gesehen. Große Erfindung der Warlock-Techniker ist bereit. Okay, sind jetzt noch welche gelandet? Diener haben gewonnen. Bringt mir mehr Warpstein. Clan Scryer. Und weiter geht's. Rivalen nehmen neue Ziele ins Visier. Speerträger, Bogenschützen. Schießt, schießt. Meine Größe ist offenkundig. Die Herrscher des Zerfalls schicken mich. Der Tod, Tod hat euch gefunden. Ich werde siegen. Sie haben gewonnen. Hier, hier in Sicherheit. Was ist euer Geheimnis? Das Festmahl. Also ein paar Spätträger können auch nichts. Welchen Feind sollen wir vernichten? Solch einen Schrecken kann man nicht bekämpfen. Wie der große Anführer befiehlt. Diener haben gewonnen. Warpspulen festziehen. Gut, jetzt noch der letzte Turm. Warpstein wird mein sein. Keine Rüstung hält uns auf. Durch Mauer. Dann müsste das gewesen sein. Wie das aussieht, oh Mann. Bringt mir mehr Warpstein. Kann ich den verbessern? Diesen komischen Warpsteinregen. Vor der Tellenstufe 25. Wieso kann ich den nicht verbessern? Ich bin 25. Ich diene der gehörnten Ratte. Dort werden sie mich nicht suchen. Muss ich nach dem Gefecht nochmal reinschauen. Was ist das andere? Transportiert die befreundete Zieleinheit zum Helden. Ach, das ist der Schwefelsprung. Okay. Ja, der Schwefelsprung ist wirklich so eine Art Teleport. Für die Skaven. Gut, gut. Anderer Turm zerstört. 11 Schiffe zerschellen. Ja, ja! Eure streng geheime Mission ist ein Erfolg. Und mit diesem Schwefelsprung sollen die Skaven allerdings auch große Teleportationssprünge machen können auf der Welt. Aber das weiß ich nicht ganz genau. Irgendwie sowas hatte ich im Lexikon nochmal gelesen.
So, was sollte ich jetzt noch machen? Tüte alle hochhelfen. Clan Scryer bietet seine Dienste an. Oh, die Frage ist, wo sind sie? Die Herrscher des Zerfalls werden uns mit viel Warpstein entlohnen. Wo sind noch Hochelfen? Seht meinen glorreichen Vormarsch! Muss törichte Diener anderswohin führen. Die 13 sind meine Meister. Ich verändere Lauf der Schlacht. Wir machen Sklaven aus unseren Feinden. Rivalen wurden gesehen. Sehen. Was? Oh. Die gehörnte Ratte wird über alles herrschen. Sind bereit zu sterben, sterben. Spähträger. Wir werden den großen Plan ausführen. Der Tod hat euch gefunden. Clan Scryer ist überall. Die Tode werden geheime Mission ist ein Erfolg. Das haben wir auch erfüllt. Euer großartiger, genialer Plan. Ihr seid siegreich. Gut, jetzt werde ich mal schauen, warum ich das nicht skillen kann. So ein Wurpsteinregen auf maximaler Stufe wäre schon ziemlich geil. Das ist noch nicht mal ein Zauber. Nach der siegreichen Schlacht durchsuchen Casquids Krieger die Leichen der Feinde und von 4000 Gold. Die Leuchttürme sind zerstört und die Elfenflotte patrouilliert nicht mehr. Torgas Heer überquert in dunkler Nacht mit aufgerollten Segeln leise rudernd den Fluss. Achso, jetzt bin ich wieder bei Torgas, ich kann gar nicht nachgucken. Aha. Achso, der, da ist er jetzt. Ja, lol. Christendorf. Oder? Wie heißt das? Oder ist das Christendorf? Christendorf ist das. Ja, es gibt aber keine Christen in Warhammer. Oh Mann. Was haben wir denn hier schön? Rüstung der gequälten Seelen. Plus 3 Rüstung. Rüstung plus 20% Nahkampfresistenz und was hat dieser Champion? Nichts. Dann kriegt er Torgats Rüstung und Torgat kriegt die neue. So, was haben wir hier noch? Der Ring der Schwächung, Schaden. Das ist Angreifer sinkt um 10%. Nee, die Ringe brauche ich. Zack. Nee. Hey. Hey, wie hat er den Ring jetzt nicht? Ah, jetzt hat er ihn. Hey, komisch. Okay, geht weiter. Symbol der Schändung. Verblassene Zwillinge der Held und das angegliederte Regiment werden 15 Sekunden lang unsichtbar. Der Held und das angegliederte Regiment werden 40 Sekunden lang unsichtbar. Oh. So, was habe ich ja noch? Diese ganzen Energiedinger, die kann man auch echt immer wieder verkaufen, weil man braucht diese gut wie gar nicht. Das ist halt ganz selten, wo man das mal braucht. Ja.
Mehr lohnenswerte Items gibt es hier nicht. Berserker. Solange der Held in Rage ist, erhöht sich seine Trefferchance um 3% pro Stufe. Was ist das? Der Held greift alle Einheiten vor ihm mit 3% Trefferchance pro Stufe an. Was hast du? Da. Und du? Du hast auch noch wieder 2 Punkte. Hört den Radius des Zauberers Wind des Todes um 8% pro Stufe. Chaos Barbarenreiter. Ich hole mir auf jeden Fall nochmal Zerfleischer. Achso, die haben ja noch keinen Bannerträger. Ja, wenn man übrigens Nöge spielt, dann hat man hier andere Einheiten zur Auswahl, das ist ja klar. Gut. Was ist das denn hier für ein Schwert eigentlich? Skorpionschwert. Die Werte sind nicht so gut. Das können wir gleich mal verkaufen. Oder kann er noch ein Schwert kriegen in die andere Hand? Ich glaube, der kann nur ein Schild kriegen, ne? Ich gebe ihm das mal. Nee, was für ein Schwachsinn eigentlich. Magier kann noch ein Schwert und einen Stab haben. Also eigentlich ist das Schwachsinn. Chaospferd. Ja, wie gesagt, hat wenig Sinn bei Torge, weil er durch das Regiment, das ihn begleitet, er sich wieder auffüllen kann. Und da dann starke Chaosritter zu opfern, das wäre ja nicht so gut. Gut. Dann geht es dann das nächste Mal weiter, wenn wir entweder hier, glaube ich, ist noch eine Schlacht und dann danach geht es zur Insel. Damit machen wir aber beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.